Es soll eine Mauerabdeckung angefertigt werden. Ich möchte ein Beispiel zeigen. Ich habe die Maße genommen von der Abdeckung. Diese Maße habe ich übertragen auf mein Zinkblech 0,7 mm und habe den Zuschnitt angefertigt. Denn einzelne Stöße von dieser Mauerabdeckung sollen durch einen Stehfels untereinander verbunden werden. Die Mauerabdeckung soll indirekt befestigt werden. Aus diesem Grund habe ich dieses Halteblech gefertigt aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech. Ich möchte die einzelnen Arbeitsschritte vorstellen. Ich habe meine zugeschnittenen Bleche, die Abdeckung auf der Abkantbank abgekantet. Ich habe diese Wange angekantet und ich habe jeweils einen Wasserfalz angekantet. Das habe ich genauso an dem zweiten Blech auch gehandhabt. Denn diese Bleche müssen überlappen, müssen zusammengeschoben werden. Ich werde die Bleche einmal verdrehen. Und die Bleche zusammenschieben. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Stehfels herzustellen. Und wenn ich diese Abdeckung montiere, muss ich die Abdeckung über mein Halteblech schieben können, um die Abdeckung zu befestigen. Ich möchte die Montage von dieser Mauerabdeckung zeigen. Ich habe den Stehfels aufgekantet an den einzelnen Blechen. Das habe ich mit der Deckzange gemacht. Es ist immer abhängig, wie groß sind die Bleche, ist es möglich, mit der Maschine die Abkantung vorzunehmen. In den meisten Fällen hat man eine Mauerabdeckung so vorbereitet, dass man auf dieser Mauer eine Bohle vorfindet und demzufolge kann man das Vorstoßblech oder das Halteblech auf diese Bohle oder mit dieser Bohle vernageln, sodass man Halt findet. Und jetzt kann ich meine Abdeckung auf mein Halteblech aufschieben. Ich möchte das eine Blech aufziehen. Jetzt das Gegenstück und zusammenstecken, die Bleche zusammenschieben, denn es muss ja passend so stehen die Bleche zusammen. Jetzt muss man sehen, ob man mit dem Holzhammer arbeitet, ob man das Blech umlegt oder ob man das mit der Deckzange macht. Aber bei meinem Probestück werde ich es mit der Deckzange handhaben. Ich werde die Ecken reinkanten und mit der Deckzange sich das Blech anlegt. So. Jetzt werde ich das Blech umlegen und wiederum mit der Deckzange den Stehfels schließen. So sieht das montiert aus und ich habe, ohne eine Lötnaht herzustellen, eine dichte Verbindung hergestellt. Ich möchte das Kantelsmal, den Schraubstock mal rausnehmen, dass man das einmal sieht, wie es gehandhabt wurde. So würde die Abdeckung dann auf dem Mauerwerk sitzen. Ich möchte noch auf eins hinweisen: wichtig ist vom Mauerwerk, Minimum vom Mauerwerk bis zum Wasserfalz 20 mm. Das ist Minimum, das sollte man oder muss man einhalten, nicht dass das Wasser am Mauerwerk abtropft. Das will man nicht, man soll ja das Mauerwerk oder man will ja das Mauerwerk schützen. So sieht eine Abdeckung aus mit einem Stehfels. Eine Mauerabdeckung.
Da habe ich die einzelnen Segmente durch einen Lötner zusammengefügt. Es ist aber möglich, durch einen Stehfalz eine Ausdehnung zu schaffen bzw. alternativ zu der Lötner. Ich habe jeweils mir eine Schablone erarbeitet, die beiden Gegenstücke. So muss ich das zeigen. Dann habe ich, so wie die Mauerabdeckung ist, abgekantet und habe so zwei Teile erhalten. Diese beiden Teile habe ich aneinander gefügt. Das kann ich Ihnen auch hier in der Mauerabdeckung nochmal zeigen. Sehen Sie? Hier. Gehen wir jetzt noch auseinander. So. Wir müssen das lösen. So kann ich das alternativ zusammenfügen, ohne zu lösen. Jetzt muss ich nur, die habe ich schon vorbereitet, die beiden Stücke ineinander fügen, die Ecken mit der Deckzange einfügen. Mit dem Holzhammer nicht. In meinem Falle, worüber ich berichtet hätte, müssen wir keine Dehnung einarbeiten, aber das wäre eine Möglichkeit, Dehnung zu schaffen. Rinnmarker möchte heute eine Mauerabdeckung anfertigen und Ihnen aufzeigen, was eine unsachgemäße Handhabung bzw. Montage für Schäden am Bauwerk verursacht hat. Ich habe Maß genommen und habe die Teiligkeit festgelegt. Ich habe 33,3 festgelegt, unseren Zuschnitt, und habe ein Abdeckblech zugeschnitten. Gleich habe ich 0,8 mm Wasserfalz jeweils hier ausgeklebt. Dann habe ich die Abdeckung abgekantet, eingefertigt. Die Mauerabdeckung ist eine Balkonbrüstung und hat zwei Ecken. Das hat zur Aussage, innen haben wir ein Maß von 9,81 Meter. Man sagt, bei 8,40 Meter müssen Dehnungen eingebaut werden. Durch diese beiden Ecken, die wir haben, kann das Material bzw. kann die Abdeckung arbeiten. Mein Maß, was ich genommen habe, sehr wichtig, vom Bauwerk zum Wasserfalz, rechts und links jeweils 20 mm Luft. Jetzt habe ich eine rechtwinklige Ecke angefertigt, auf Gehung geschnitten. Wie ich eben schon berichtet habe, habe ich den Wasserfalz ausgeklinkt. 10 mm, das ist gleich unsere Lötenart.
damit wir, damit es einfach ist, zu montieren. So sieht die Mauerabdeckung dann aus, fortlaufend. Ich werde auf 3-4 Meter gehen. In der Werkstatt ist für die Montage am besten. Vor Ort werde ich dokumentieren, was für Schäden am Bauwerk entstanden sind und was und wie die Montage abläuft. Wir müssen die alte Mauerabdeckung entfernen. Das war's für heute.